Der wichtigste Teil unserer Arbeit ist es, die Kinder zum gemeinsamen Musizieren zu bringen. Und insofern gibt es einen Tag im Jahr, der hieß früher Orchester- und Sommerfest. Heute heißt es Solbrücken Musikfest. Und es steht im Zeichen aller Ensembles, die wir haben. Pro Woche kommen hier rund 500 Menschen zu ihrer wöchentlichen Probe in die Musikschule. Sei es im Chor, sei es in der Band, sei es im Musiktheater, sei es in den vielen Orchestern, Gitarrenspielkreisen, Flötenkreisen, die wir haben. Und das ist der Kern unserer Arbeit. Und insofern bleiben wir dabei. Das ist einer der wichtigsten Tage für uns im Jahr. Er steht im Zeichen des gemeinsamen Musizierens. Und ganz toll, dass wir jetzt einmal eine komplette Aufführung unseres neuen Musicals hier. Und ich bin total begeistert. Wir haben gerade den ersten Teil von Nora auf der Suche nach dem Glück gehört. Und ich bin einfach fast sprachlos begeistert, wie toll die Kinder und Jugendlichen sich vorbereitet haben, was die musikalisch, auch tänzerisch geleistet haben. Aber eigentlich überrascht das ja nicht, wenn ich mir anschaue, was die Musikschule das ganze Jahr über hier in Krefeld und für Krefeld und vor allem für die Kinder macht. Das ist einfach fantastisch und ich bin richtig stolz auf die Arbeit, die hier geleistet wird. Das ist das erfolgreichste Musical, das wir jemals gespielt haben. Wenn wir es zusammenrechnen, waren hier 17 völlig ausverkaufte Vorstellungen und wir haben noch beim Stadtfest Musik, Kultur findet statt. Wir haben gespielt noch beim Weltkindertag. Also ich denke, alles in allem haben wir 4.000 bis 5.000 Menschen mit Nora erreicht. Also das erfolgreichste Musical ever der Musikschule.